Willkommen zurück zum Let's Play Dark Souls. Ich bin's wieder, euer Poison Blacky von The Pro Poison LP. Und ich bin Tobi von The Pro Poison LP und ich bin bei Kevin von The Pro Poison LP und mit mir ist noch David von The Pro Poison LP da. Aber die sind beide erschreckend ruhig und sind deswegen wahrscheinlich nicht zu hören. Oh, ich töte mal den Vogel. Ich bin ja eh kurz am Ende des Spiels. Hey, Vogel! Hm. Weißt du was, ich tue dann nochmal am Ende die Schmiede. Okay. Naja, warum nicht, ne? Ich meine, ich brauch sie nicht mehr und... Du verstehst? Ja, ja, ich nicht. Ja. Kann er... Ja, Michael, was verstehst du schon? Wenn ich das wüsste. Zauberglut. So, erst stirbst du. Menschlichkeit erhalten. 3 Stück. Schmiedehammer. Michael lügt nicht, du bist nicht menschlich. Ich habe aber Menschlichkeit gefunden. Ja, sagst nichts mehr, ne? Dann könntest du ja mal in Real Life deine Menschlichkeit einsetzen. K.O. Der Mensch kann nicht menschlich werden. Was? Der Mensch kann nicht menschlich werden? Nicht dieser Mensch. David ist einfach nur mit den Schultern am Zucken. Kevin guckt, glaube ich, ein Video, so wie ich das die Reflexion seiner Brille sehen kann. Und er hat meinen Wurffußball. Du bist ja sehr einfallsreich, was Namen angeht, ne? Und jetzt zeigt er mir einen Vogel, das heißt, er zeigt dir auch einen Vogel. Nee. Er zeigt David den Vogel. Oder er zeigt David den Vogel. Der hat sowieso verdient. Ja, David. Sag einfach ja. Er hat schon gemacht. Oh Mann. Jetzt hat Kevin mich mit meinem Wurffußball abgeworfen. Was? Du sollst sie wegschmeißen? Bleib die da, Alter. Hab ich jetzt gehört, ich soll sie wegschmeißen? Riesenschmiedehammer. Alles. So. Dann nochmal zurückkehren. Ne, ich bin nicht da, wo ich hin will. Teleportieren. Michael, du bist nie da, wo du hin willst. Wer ist mir offen? Du kommst nie an dein Ziel an. Ich glaube, den Untotenschmied lasse ich nehmen. Okay, und David hat gesagt, weil du keine Ziele hast. Ja, das auch, aber ich kenne den Weg zu den Dings nicht. Warte mal, ich habe keine Ziele? Geht das? Warte mal, er hat keine Ziele? Oh, ich kann ihn nicht töten. So. Achso, das hat David jetzt einfach mal so behauptet. Ich glaube, den Partner nicht. Töten wir den Rest. Wie kommst du auf Fünfjähriger? Ist ja auch Darth Vader auf Star Trek. Scheiße. So. Da kommt der Junge her.
about it. I have nothing more to say. Be gone. Oh, I can't. But there's nothing here for you. Soll ich Kevin oder David einen Headshot geben? Mach doch. Ja, wen? Wer? D. Ach, den krieg ich nicht tot, alles klar. Wer wohnt in der ersten Flasche? Wer? Teleportieren. So, dann gehe ich in... zum Feuerbandschrein? Nochmal. Dann werde ich wahrscheinlich... Ich hoffe in diesem Part schon. Ach, ich ziehe den Part dann sonst am Anfang einfach. Und spring hier rein. Wo springst du rein? Und das jetzt nochmal für Blinde. Angehalten. So, dann gehe ich hier durch. Nochmal kurz. Aufladen und so. David, das soll ich abwerfen. Richtig. David sagt nein. David hat nichts zu sagen. Er ist nicht Mitgründer. Okay, Michael sagt, du hast nichts zu sagen, du bist nicht Mitgründer. Touché. Wikipedia sagt, du hast auch nichts zu sagen. Wikipedia hat nichts zu sagen. Wikipedia hat nichts zu sagen. Dann hat's halt Google gesagt. Ja, Google kann vieles sagen. Ob stimmt ist eine andere Sache. Google kann vieles sagen. Ob stimmt ist eine andere Sache. Ist wirklich so. Alter, ich hab keinen Bock jetzt die ganze Zeit zu sagen, was der andere sagt. Das heißt jetzt einfach meine Fresse. Du willst in der LP nichts mehr sagen? Das hat er eigentlich. Dann zerstört er Feuer bei der LP. Komm, ich geb dich! Ich gab dir. Schwert des Drachentöters und roter Brocken. Der Brocken ist rot. Ten. So. Wir haben zwei Parts hintereinander immer einen Boss gekillt bis jetzt. Wenn das jetzt auch klappt, ist das der dritte Part, wo ein Boss gekillt wird hintereinander. Naja, und das sogar nicht mehr offen. Und das am selben Aufnahmetag. Oh ja. Ja. Und nein, damit weiß ich nicht, dass ich im LP die Fresse halte, sondern das, was die anderen sagen. Da halte ich die Fresse und sag es dir nicht. Ob das so gut ist? Nein, ich möchte nicht zurückkehren. Ich wollte. Das wollte ich nehmen. Look. Michael, darf ich russisches Roulette spielen? Nein. Mit dem Ball? Nein, meine Linke. Nein. Ja, mit dem Ball. Okay. Mit einem Revolver, das würde dir zwei Leute übernehmen. Wie im letzten Part. Wie ich gerade schon gesagt. Ach, also kennst du doch die zwei Leute, die dir und mir das dann übernehmen würden? Nein. Aber nein. Nur nicht, Mike. Nur nicht. Also sagt es ja, dass wir es zwei Leute übernehmen würden. Ja. Mindestens. Kevin hört nicht, dass na. Der wird Applaus machen. Wie immer. Ja, ich weiß, dass Kevin Applaus machen würde. So. Schwarzritter helle Bade. Nicht Dunkelbade. Michael, was hältst du eigentlich von Dunkelsinki anstatt Helsinki? Klingt anders. Klingt anders? Ja. Willkommen beim Endboss. Das. Oh fuck, sag dich doch!
Wieso kriegst du auf Fresse oder was? Ich sag nichts dazu. Also hast du auf die Fresse bekommen. Ich bin ausgewichen, dachte ich. Also hast du auf die Fresse bekommen. Aber ich lebe noch. Noch. Also ich würde dazu ja eher sagen, still alive. Noch am Leben. Naja. Versuchen wir es nochmal. Soweit ich weiß, kann man ihn aber irgendwie parieren. Ob das geht, weiß ich nicht. Ich habe immer nur drauf gehauen, sonst bin ich ausgewichen. Ah, jetzt versuchen wir es mal professional Edition von XP. Junge, als wären wir professionell. Echt mal, Michael, als ich hab das P-Wort benutzt, Penis? Nein, das war glaube ich nicht Penis, das P-Wort. Ich glaube, das war so ein professionell. Nein, das war nicht Pedobär. Nicht? Nein. Klatsch in den Rücken. Zack, zack. So, dann laufe ich. Wenn ich die ganze Zeit im LP sagen würde, was passiert, würde ich sagen, laufe ich, sterbe ich. Laufe ich, sterbe ich. Geh nach Hause. Teleporte. Laufe. Töte, sterbe. So ungefähr wird's aussehen, würde ich sagen. Oder sich anhören. Denn so sieht es ja meistens aus. Laufe ich. Immer noch. Michael, sei ruhig. Warum? Darum, weil ich das sage. Kevin, ich weiß, was ihr beiden zocken könnt. Dark Souls? Ey, das meine ich noch nicht mal. Meine ich noch nicht mal, Kevin. Weil das, was du total gerne spielst. Borderlands? Ja, ich. Dann spreche ich jetzt gleich ein Machtwort. Kamehameha. Ich mach was von Michael und dann ist alles vorbei. Aber war der Kitapo? Was? Hey, was mit mir? Ich weiß auch, dass ich schlimm bin. Wow. Mit dir hab ich nicht geredet, du weißer Ritter. Michael, du musst gleich mal Facecam machen, also später. Ich versuche es. Via nicht. Skype. Ach so. Warum? Darum. Nur weil David mich noch nicht gesehen hat? Nein, weil Kevin und David sehen wollen, wie mein Machtwort dich verprügelt. Nee, Mann. Was will ich Facecam machen? Wo geht da nicht mal mehr IP? Michael und ich sind eigentlich immer am Cam. Nur er sieht mich nicht. Wegen seiner weichen Cam. Ich... Ja. Wo du mit der Cam rumgegangen bist. Ach! Wow. Das hätte ich nie gedacht, David.
Ey, Michael! Hm. Ich muss die Ordner, die ich auf dem PC haben möchte, muss ich von meinem Laptop auf den PC ziehen. Wusstest du das? Nein. Ich dachte, die kommt davon alleine hin. Auf Zauberweise. Ja, natürlich, das ist so. David hat doch keine Ahnung von PC. Echt mal, David hat doch keine Ahnung von PCs. Richtig. Ja, ich durfte mich mal heilen. Ach, Michael, ich habe mich übrigens entschieden. Hm? Ich werde Maya nehmen. Okay. Ich habe den Endboss geendbossed. Du hast den Endboss geendbossed. Oh. Michael wird Zero nehmen. Seele von Asche fürs Gewinn. Und alle verbinden. Nicht wundern, ich hab's jetzt einfach so gesagt, ne? Aber ich schätze mal, der wird Zero nehmen. Ich brenne. Ach, du brennst? Du brennst für Zero? Ich dachte, du brennst eher für deine Süße, aber jeder so wie er es mag. Erstmal was trinken in der Sequenz. Also jeder so wie es mag, ne? Auch so beide, ja. Da. So. Credits. Isao Wada. Kaiko Arima. Im Part 43 bei den Credits angekommen. Ja, wer weiß, was, wie lange es gedauert hätte, wenn ich die zwei Bosse onscreen gemacht hätte. Ja, echt mal. Ich glaube, ich wäre immer noch nicht fertig. Er hat mindestens die Hälfte der Bosse offscreen gemacht. Das war nicht die Hälfte der Bosse. Sondern? Zwei Bosse richtig offscreen und halt die anderen so wie die Credits gehen mir auf den Sack. Jetzt hast du nicht im Ernst die Credits weggeklickt. Mit Start. Oh, okay, er hat die Credits weggeklickt. Ah, will ja so oder so keiner sehen. Weil eh nur Namen. Falls doch, kauft euch das Spiel und zockt es selber durch und dann könnt ihr die Credits von mir aus lesen. So. Und willkommen im New Game Plus. Ich laufe. Zock. Michael wird jetzt noch schneller drauf gehen. Wahrscheinlich, ja. New Game Plus. Ich krieg ja jetzt schon am Anfang 121 Seelen. Weißt du noch, wie viel ich sonst gekriegt habe? 20? Das sind jetzt 121. Ja, gleich klingelt so oder so der Timer. Joa. Denke ich auch. In 58 Sekunden. In 58 Sekunden klingelt der Timer. Ich hab gut geschätzt. Zauberei einstimmen. Ja. Unprofessionell! Hallo, was kann ich dafür, wenn ich niesen musste? Es tut mir leid. Das ist nicht zu entschuldigen. Na gut, den Gegner mache ich in den nächsten Part. Rücksetzen. Also, waren eh nur noch 17 Sekunden, von daher. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Wenn es euch nicht gefallen hat, Daumen runter. Lasst konstruktive Kritik da. Und wow, Michael hat's.
Hat's heute 3x von 3 geschafft, haut raus.